Fallenrod betrachtet dich mit nüchternem Interesse. Sie scheint nicht erfreut, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Fallenrod hat wohl recht, und es ist wohl besser, dass wir diese Kreatur nicht auf der Oberfläche freigelassen haben. Ich dagegen ganz gewiss, es muss verlockend gewesen sein, aber Drachen geben keine guten Verbündeten ab. Unsere Wege sind ihnen zu fremd und sie scheren sich nicht darum, Versprechen zu halten. Hagrim hat Schuppenbrecher erhalten. Ich fürchte, du hast dir einen mächtigen Feind gemacht, einen Feind, den du aussuchen solltest, ehe er zu dir kommt. Ich schulde dir Dank für das, was du getan hast. Dank und noch mehr, ich lehre dich, was ich gelernt habe, als ich ihresgleichen bekämpft habe. So kannst du besser vorbereitet in die Schlacht gehen. Ja cool, ich habe Schuppenbrecher. Wenn ihr die Schwachstelle bei einem einzelnen Drachen oder Jungdrachen, wodurch der Schadensreduktion, seine Genauigkeit und all seine Verteidigung für eine kurze Zeit reduziert werden. Ah, ist nicht schlecht. Ich sollte eben mal die ganzen, Sachen hier benutzen gegen den Drachen. Der Wächter schaut in die Schlacht, vor ihr daneben zieht ihr an Kraft zur Verbesserung. Ja. Der Wächter trennt die Lebensenergie seiner oder ihrer Feinde auf und erlangt dabei Ausdauer. Ja, das ist auch alles nicht so schlecht. Und ich könnte Drachen beschwören und alles Mögliche. Ja. Gut, jetzt heißt es dann erstmal nach Tutzbuch das Schwert herstellen. Also Urfeuer. Ich wäre ja wirklich froh, wenn der Adra Drache an die Oberfläche kommen würde. In den Ketnua mit so viel Unterstützung zu bekämpfen oder ohne Helfer wäre sicher einfacher. Wobei das eigentlich eh immer übel ist. Normalerweise braucht so ein Drache eine ganze Armee. Ah nein, ich habe nur 6 Helden und einen Wolf. 6 Helden, einen Wolf und einen weißen Fuchs, wenn ich Sagani mitnehmen würde. Nee, so einen Drachen zu bekämpfen ist nichts Schönes. I wonder, Alof, don't you ever feel curious about Isselmir's history? Not even a little. But think of the opportunities. You could learn so much about the past. There are some things I'm happy not knowing. Ja, alle fragen Alof über Isselmir aus. Ich hau mal Speed rein. Hallo Assassinen. Assassinen. Und ab die Täter. Die sind kaum ein Problem mal wieder. So, der letzte hat die Täter ein bisschen. Sie haben Palikina ein bisschen angekratzt, aber das war's auch schon. Anfängerzauberbuch. Gekritzelte Notiz. Auf diesem fetzen Pergament befindet sich eine knappe, aber detailreiche Beschreibung deiner Person, einschließlich deines Namens, deiner Unterscheidungsmerkmale und allen Personen, die mit denen du während deines kurzen Aufenthalts im Dürrwald Kontakt hattest. Sogar zweimal. Right. Na gut, sacken wir mal alles ein, was hier so rumliegt. Und ziehen die Leute aus, die noch heil sind. Also ja, ich denke mal. Oh, ich bin 4 wohltätig geworden. Ja, sehr toll. Ich bin auch aggressiv und täuschend auf 2. Naja. Kann man nichts machen. Passiert eben. Ich bin wahrscheinlich bei irgendwem zu unbeliebt. Ich bin bei den Reißzähnen ein Exzentriker. Ich bin bei den Ethiknoll ein Halunke.
Genauso wie beim Haus Dominel. Bei allen anderen bin ich mindestens Held oder sogar Meister. Was sehr gut ist. So, dann schmieden wir jetzt mal die Klinge. Oder diesen Drachen kann ich echt nur erst mit dem Add-on besiegen. Das wäre nervig, wenn ich den erst besiegen könnte, wenn ich Level 14 erreicht hätte mit all meinen Leuten. Hallo. Wir wollen jetzt zu eurem Schmied. Der hockt hier hinten. Hier ist nämlich nur ein Lager mit einem Kaminfeuer, aber hier ist die große Schmiede. So, Chefe, ich habe hier Schwertteile. Zeig ihm die Stücke der Klinge der endlosen Pfade. Ich habe alle Teile dieses alten Schwertes gefunden. Glaubst du, du könntest es reparieren? Ei, und es wäre mir eine Ehre. Man bekommt dich doch ein solches Meisterwerk zu sehen. Er fährt mit einem schwierigen Finger entlang der Kante eines der Stücke. Diese Klinge wird eine Weile dauern, aber ich garantiere dir, dass sich das Warten lohnt. Okay. Er strahlt. Die schönste Arbeit, die ich hier gemacht habe, wenn ich das so sagen darf. Es ist nur schade, dass ich nicht den ganzen Ruhm für mich ernten kann. Hast du noch etwas auf dem Herzen? Gegenstand Klinge der endlosen Pfade. Nein, im Augenblick nicht. Und wir haben durchschnittliches Abenteuer. Steuern eingetrieben. Ein bisschen was ging an Banditen verloren, den Rest haben wir. Durchschnittliches Abenteuer. Bonus und geringe Reputation. Ah, schicken wir mal die trauernde Mutter los, die brauche ich nämlich nicht so sehr. So, bist du jetzt ein Einhänder oder ein Zweihänder? Du siehst fast aus wie ein Zweihänder. Nein, du bist ein Einhänder. Oder? Jo. Na, das sehen wir gleich. Nein, du bist ein Bist du jetzt ein Einhänder oder ein Zweihänder? Du hast auf jeden Fall höheren Schaden, aber geringere Genauigkeit. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du noch nicht... na doch, du bist hervorragend schon. Das ist ja schön. Markierend, Geschwindigkeit und hervorragend. Angriffsgeschwindigkeit gewährt für einen Verbündeten, der das gleiche Ziel angreift. Oh ja. Klinge der endlosen Okay. 5 SR-Umgehung. Das könnte auch ein Panzerbrecher sein, theoretisch. Ja, das ist ein Panzerbrecher. Okay. Ah, Kanna hat uns eh durch die endlosen Pfade geholfen, also kann Kanna auch dieses Schwert bekommen. Hm. Das ist ja schon mal cool zu wissen, dass wir einen Panzerbrecher machen können. Beziehungsweise jetzt hergestellt haben. So, jetzt gehen wir nach Kaed Nuar zurück, gucken kurz ins Verlies, was wir mit dem Gefangenen Vitrak anstellen können. Das ist unser erster Gefangener übrigens im gesamten Spiel. Ich wüsste nicht, wen wir sonst noch hätten fangen können. Und dann sehen wir mal weiter, ob wir den Adra-Drachen tot kriegen. Geht nur. Und ja, ich gebe zu, ich reise ziemlich viel herum in dem Spiel, ey.
Ich würde gern wissen, wie viele Ingame-Tage ich jetzt schon hinter mir habe, seitdem das Ganze begonnen hat. Ist ja so gesehen auch ziemlich viel passiert, da ich ja ziemlich ausführlich jetzt gespielt habe. Alle Nebenquests gemacht habe, immer mal wieder hin und her gereist bin, geguckt habe, ob ich jetzt die Quests schaffe. Oh, 133 Tage, ja. So, jetzt ist die ganze Gruppe schon ziemlich müde. Da ist ein brutaler Krieger. So, dann gehen wir jetzt mal erst unsere Schatzkiste plündern, gucken, was da noch alles jetzt wieder drin gelandet ist. Und dann schlafen und dann heißt es Drachen jagen. Echt nicht sein, dass wir diesen Drachen nicht tot kriegen. Ach, hey, ist hier wieder viel Zeug drin. Hail, Traveler. Sag mir mal deine Ware. Du hast nämlich. Ja, gut, du hast das ganze Zeug, was wir dir jetzt verkauft haben. Gib uns einmal Camping bitte. Nein, so viel will ich gar nicht. Ich will nur einmal Campingbedarf. Ich kann nämlich nur einen Campingbedarf haben. Dann geben wir uns mal das Brecheisen und Hammer und Meißel. Und wir geben dir dafür Verzauberungen. Naja, aufsteigen geht genauso. Erstmal das Zeug hier alles weg, Saurib-Speere und so weiter. Guter Panzerbrecher, guter Kriegshammer, außergewöhnlicher Zweihänder. Gute Sachen können theoretisch weg, weil wir haben außergewöhnliche mindestens. So. Rüstungsmäßig. Kann das hier alles weg? Hier die Kutten können weg. Und amputiertes Medaillon, das bringt uns nichts mehr. Handeln. So. Jetzt will ich mal kurz gucken, habe ich da was in meiner Truhe noch so einen Beschwörungsdinger? Oder habe ich mich gerade verguckt? Ach nee, das ist der winzige Käfer, das Begleittier. Ich kann ja mal nach Gegenstandstyp sortieren. Jo, Begleittier. Ich habe zig. Ich habe einen Haufen Hunde. Ein Beagle, ein gelber Labrador, ein schwarzer Hund. Ich habe Katzen. Vier Stück sogar. Ich habe zwei Schweine. Ich habe einen winzigen Animat. Ich habe einen winzigen Käfer. Ich habe zerschmetterte Animatenrüstung, die könnte ich verkaufen. Und Essen, so. Trank der großen Ausdauer. Kann keiner von euch beiden gerade aufnehmen, egal. Hm. So, das heißt runter in den Kerker. Da bin ich gerade am überlegen. Ich glaube, wenn ich vom Kerker aus am Mist, kann ich hier noch schlafen im Kerker. Wenn nicht, muss ich wieder ein Stockwerk höher. Nee, ich kann noch schlafen im Kerker. Sehr gut. Kerkermeister. Sagen Sie grüßt meinem Fürsten Kerkerbesuch. Habt ihr irgendwelche Anweisungen für mich? Was soll ich mit diesen Gefangenen geschehen? Momentan keine Anweisungen. Das muss ich gerade mal. If we don't rest soon, you're going to have to carry me the rest of the way. Hm? Ah, in der Zelle hockt er.
Hockt in der Zelle auch jemand? Nö.